So, komm, eine schnelle noch, ne? Eine schnelle geht noch. Komm, wir gucken uns jetzt die Sachen hier an. Wir sind in Oppas Grabasteroiden. Das ist ein bisschen beängstigend, beunruhigend und gleichzeitig auch höchst Symbol. Höchst Forscherdrang auslösend. Wir gucken uns erstmal um. Also, wir haben ein Symbol, das gucken wir uns erstmal. Ein verblasstes Symbol, das im Boden eingelassen ist. Okay, das bringt nicht viel. Eine Schublade, die gucken wir uns auch an. Das ist eine massive Metallkiste. Gut, mach mal auf. Sie ist verschlossen. Wieso ist hier in diesem Scheißspiel eigentlich alles verschlossen? Nein, ist ja kein Scheißspiel. Sag! What the... Was geht denn jetzt ab? Der Opa! Floyd ist ganz blass geworden. Floyd! Was machst du da, du Pappnase? Los, steh auf! Du musst vor mir nicht kriechen! Das ist bloß ein Hologramm, du Depp! Hältst du mich für einen Geist, oder was? Ja, schon. Ich dachte, ich meine, ich... Schau, das ist heute nicht mein Tag, okay? Hast du mir Blumen mitgebracht? Nein, ich wusste nicht, dass ich es sollte. Ich meine, ich habe nicht erwartet, dass... Du wusstest nicht, dass du es solltest. Ich bin tot, oder? Gewissermaßen, glaube ich. Wo warst du überhaupt auf meinem Begräbnis? Aber du kannst doch gar nicht... Ich habe mir es aufzeichnen lassen. Erstaunlich, was die heutige Technik kann. Hör mal, ich... Du fragst dich wahrscheinlich, warum du hier bist. Naja, wo du es erwähnst... Es hat etwas mit deinem Erbe zu tun. Erbe? Ich wusste nicht, dass ich etwas zu kriegen habe. Hast du auch nicht, wenn du dich nicht seiner würdig erweist. Was soll das heißen, würdig erweisen? Ich hab was vergessen. Einen Teil kannst du schon haben. Vielen Dank auch. Seniler Alter. Opa, geh nicht weg. Was heißt, einen Teil kann ich schon haben? Was denn? Die Zähne hier? Oh, der hat echte Zähne hier neben der Grabstätte. Ja, was kann ich denn haben? Jetzt die Schublade aufmachen vielleicht? Aha. Was war denn da jetzt drin? Grüße, Genosse. Grüße, Orakel. Ein Papier. Ein Papier. Und eine Sprühfarbe. Ein großes, weißes Stück Papier. Jeder Rebell sollte sowas haben, für spontan kreative Sprühaktionen. Ja, sehe ich auch so. Ich habe auch gerade wieder eine wunderbare Idee, was ich tue. Symbol. Wir haben doch irgendwo ein Symbol, nicht wahr? Und ich weiß genau, was ich jetzt zu tun habe. Ich werde bestimmt nicht an dem Sarg meines Großvaters herumspielen. Ich wollte doch nur noch mal mit dem Opa reden. Na komm, dann machen wir erstmal, was wir zu tun haben, ja? Erstmal die Pflicht erledigen. Danach redet der Opa bestimmt ganz anders über uns. Wir sind dann nämlich echt... Also hier läuft Floyd alleine. Ist gut. Kann ich abkürzen? Ja, kann ich abkürzen. Sehr gut. Gut, also. Ich weiß genau, was ich zu tun habe. Das kann ich abkürzen. Diesmal habe ich es nicht vergessen. Habt ihr gemerkt, ne? So. Und landen und abkürzen. Zack. Das ging doch schon viel schneller als die letzten Mal, ne? Und wieder mal in Metro Prime. Aber so ist das nun mal in Adventures. Da muss man Orte oft besuchen, um verschiedene Dinge zu versuchen. Bürger von Metro Prime! Hier. Und sich Omnibrains. Wunderbare. Geistige Ausgüsse anhören. Grüße, zu Bürger! Müsse. Hier ist mal wieder euer aller Freund Omnibrain aus dem Omni-Paradies. Oh Gott, hoffentlich kann ich dir bald deinen widerlichen Gehirnpopo aufreißen. So, hallo Kumpel. Exklusivstory! Drei Verräter aus begründetem Verdacht getötet! Das macht Mut. Mysteriös! Bürger Kane wegen... Mich kriegt ihr nicht. So, jetzt pass mal auf. Da ist das Symbol. Das will ich haben.
Grüße. Und zwar mache ich jetzt Folgendes. Ich verstärke dieses Symbol, beziehungsweise klatsche damit meiner Sprühdose frische Farbe drauf. Ich meine, mein Vermächtnis ist immerhin eine Sprühdose und ein Stück Papier. Das muss man doch sinnvoll nutzen, ne? So, guck mal. Was? Ich komme nicht dran. Aufgewacht, Bürger! Hier spricht... Grüße, Genosse. Oh Gott. Okay. Jetzt werden wir Werbung mal sinnvoll einsetzen hier, ne? Product Placement. Eins. Grüße, Genosse. Also das war mir jetzt ein bisschen zu offensichtlich, ne? Was willst du sonst mit Riesen? Grüße, Genosse. Ja, mit Riesen könnte ich mir gut vorstellen, Dinge zu tun. Sag mal, willst du mich veralbern? Oh, Grüße, Genosse. Da platzt mir echt gleich ein Blutgefäß, das gibt's doch nicht. So, jetzt leg die Scheiße da drauf. Ich glaube, ich spinne. Was bist du auch so ein Zwerg? Grüße, Genosse. Noch ein Stapel Werbung. Jetzt kriegen wir den ganzen Ranz aus dem Inventar auch mal los. So, mit den Kisten. So, jetzt sagst du mir, du kannst auf den Bücherstapel nicht draufklettern, ne? Dann gibt's aber immer eine Backpfeife ordentliche. Aber so richtig mitten ins Gesicht rein, verstehst du? So, zack. Hoch, hoch. Auf den Müll, auf die Bücher. Oh, du bist ein Kerlchen, ne? Sehr schön. Ui. Autschen. Okay. Grüße, Genosse. Und mit dem Blatt Papier mache ich jetzt einen wunderschönen Abdruck von diesem Symbol. Na? Und weh, du machst das jetzt nicht. Doch, du machst es, du bist ein liebes Floyd. Fluch! Aufs Gesicht. So, die Werbung sind wohl los. Grüße, die Sprühdose. Da ist rote Farbe drauf. Ja, das ist gut. Haben wir ja gerade selber drauf gemacht. Ist nur blöd, dass die rote Farbe schwarz ist. Das schwarze Gold. Da, der Mann mit dem Koks ist da. Bericht Systemstatus. Und ja, da kommt der Ball von der rechten Flanke. Hessler will ihn aufhalten, aber der Ball, der rollt. Und jetzt wird er... Tor! 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 Es ist unglaublich! Tor! Was? In allerletzter Minute die Entscheidung! Oh, wow, 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 wow. Spiel's noch einmal, Sam. Die Zeit hält alles. Ich schau jetzt mal nach meinen Gurken. Ah, super. Ich wollte, bevor ich hier reingegangen bin, mal sagen, gucken wir doch mal nach Dolores und Sam. Es hat sich gelohnt. Ne, Hessler, kennt den noch jemand? Grüße, Genosse. Floyd, ja, was ist? Oh, nichts. Ich wollte nur... Ach, schon gut. Hast du uns ein Fahrzeug besorgt? Ich arbeite dran. Und was machst du dann bitte schön hier? Okay, sei doch nicht gleich so. Ich gehe ja schon. Du undankbares Stück Fleisch. Das finde ich nicht gut. Also ich finde jetzt auch nicht gut, dass ich es ja als Stück Fleisch bezeichnet habe. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen sexistisch gewesen. Ich entschuldige mich in aller Form bei allen denen, das jetzt übel aufgestoßen ist. Die ganze Galaxie für einen Kredit. Ja. Metro News, wir machen die Schlagzeilen. Halt die Klappe, Ameisenjunge. So, wir bringen jetzt mal das Symbol zum Opa. Und klatschen das mal da auf den Boden. Das ist jetzt aber auch gerade echt ein Hin- und Hergelaufen, Mensch. Da kann ich ja richtig viel erzählen. Also ich werde demnächst auch ein anderes Projekt parallel starten. Und das dann auch vielleicht gleich zum Start meines Channels auch mit hochladen. Ich will ja erstmal ein bisschen was von mir zeigen. Vielleicht mag es ja der eine oder andere, der sich dann auf die kommenden und dann vielleicht in Zukunft laufenden Projekte freuen wird. Das werde ich jetzt demnächst mal anspielen. Das ist vielleicht nicht ganz so
tiefsinnig, humoristisch und hintergründig und sozialkritisch wie Floyd, sondern vielleicht eher was für kleineren Menschen, die unfertigen Menschen, also Kinder meine ich damit, ne? Werdet ihr dann sehen, was ich meine. Das gehe ich demnächst jetzt auch mal an. Aber dazu dann mehr auf meinem, diesem, jenem Channel eures Vertrauens, den ihr euch ausgesucht habt. Nämlich den von Borak, das bin ich. So, jetzt geht's erst nochmal zum Opa ins Grab. Das klingt irgendwie falsch. Hier gehen wir rein. So, jetzt passt mal auf. Hier ist ein Symbol auf dem Boden. Ich habe ein frisch gefärbtes Symbol auf meinem Blatt Papier, das ich jetzt hier verwenden werde und dann den hoffentlich besseren Teil meines Erbes bekommen werde. Sehr gut gemacht, Floyd. Opa, kommst du wieder? Findest du es gut? Hallo, Opa. Gut gemacht, Junge. Gut gemacht. Du warst früher bei den Freiheitskämpfern? Sicher das. Als Anführer. Eine Zeit lang wenigstens. Das ist unfassbar. Hör zu, Feudel. Es heißt Floyd. Unterbrich mich doch bitte nicht immer. Also, wo war ich? Hör zu, Feudel. Ah, genau. Hör zu, Feudel. Warum bist du hier? Ich wollte dich besuchen. Nein, nein. Warum bist du überhaupt da? Ich, weiß nicht. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Möchtest du genau wissen, warum du hier bist? Bitte. Es war das Schicksal. Es stand geschrieben, dass du herkommen sollst. Opa, ist mal gut jetzt. Geschrieben? Wo? Wo geschriebene Sachen eben stehen. Frag nicht so blöd, Junge. Warum flackerst du so? Flackern? Ich? Was redest du da? Wo war ich? Es stand geschrieben. Ah, genau. Ich weiß es noch, als wär's erst letzten Abend gewesen. Du würdest kommen und ich sollte dir etwas geben oder so. Ach, und dein Name? Feudel, glaube ich. Geht's dir gut? Die Batterie scheint irgendwie zu Ende zu gehen. Was stand denn genau geschrieben? Das kann ich nicht sagen. Wohl aber, dass du etwas Gutes tun wirst. Oder etwas Böses. Oder wird dir etwas Böses zustoßen? Ich weiß nicht mehr so genau. Wie auch immer, ich hab was für dich. Ein Kartenschlüssel und ein Schallschraubenzieher? Was? Du musst mich entschuldigen. Ich fürchte, meine Aura ist ganz mies aufgeladen worden. Die Zeit drängt. Als ich noch lebte, entdeckte ich ein uraltes Geheimnis. Es gibt dir die Macht, den Konzern zu vernichten und alle Bürger zu befreien. Einzelheiten stehen auf dem Zettel, den ich dir gegeben habe. Zettel? Was für ein Zettel? Fällst du mir schon wieder ins Wort? Sei still und hör zu. Es wird nicht leicht werden, aber wenn du die Anweisungen genau befolgst, wirst du es schaffen. Da ist kein Zettel, nur ein Schlüssel und ein Schraubenzieher. Du wunderst dich sicher, warum ich dir das nicht eher gesagt habe. Ich wusste nur, dass es in unserer Familie einen Rebellen geben würde. Aber nicht, ob du oder dein Bruder es sein würde. Stopp! Hör zu! Hier ist kein Zettel! Du kannst dich glücklich schätzen, junger Feudel. Ich biete...
biete dir die Mittel, dem Universum Frieden zu bringen. Und dein Bruder kriegt bloß den Schlüssel zum Müllschiff und einen neuen Schraubenzieher. Warum kann nicht einmal etwas glatt laufen? Ja. Okay. Da hätte jetzt also der Zettel zur Befreiung der Wesenheit drin liegen sollen. Wir hätten sämtliche Krankheiten heilen können, das Böse vernichten. Ich werde bestimmt nicht an dem Sarg meines Großvaters herumspielen. Hätte er aber verdient. Und unser lieber Bruder Flibbo hätte den... Grüße, Genosse. Schraubenzieher und die Magnetkarte bekommen sollen. Die haben jetzt wir aber, naja, wir wollen ja zufrieden sein und glücklich. Ein Feudel? Ist ein Feudel nicht ein Gerät zur Verbreitung von Sauberkeit in Dingen genannt Wohnung? So zum Spinnwebseln wegmachen und so, diese kleinen Weberknechte, die überall an der Decke hängen und ihre, naja, lass uns nicht über Feudel sprechen. Ausarbeit ist für den Arsch. Muss aber leider sein. Also seid immer schön sauber, liebe Kinder, ja? Okay, aber wir haben den Schlüssel zum Müllschiff, ja? Ja, habt ihr mitbekommen, habe ich auch gesehen. Und deswegen fliegen wir jetzt mal genau dahin. Hätte ich abkürzen können, ich weiß. Und genau hier werde ich jetzt landen. Und was sich hinter dieser Tür... dieses Gebäudes mit der Nummer 7829353 verbirgt, werden wir in der nächsten Aufnahme /Folge /Episode erfahren. Ich wünsche euch alles Liebe bis dahin. Tschüssi.